Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Zuhörer und Zuschauer, an den Empfangsgeräten, Sie sahen und hörten gerade die Luxe Märchenstunde. Die vierte Reihe der SPD-Fraktion will mir erzählen, wie die Geschichte eigentlich hätte lauten müssen, Herr Lux. Es war einmal eine freie und Hansestadt Hamburg, hoch im Norden an der Elbe gelegen. Zwischen Reeperbahnfahrten und Elbtunnelwegen begehrten die Bürger eines Tages auf. Denn sie wollten endlich wissen, was die da oben so machen. Sie wollten Transparentia endlich zu ihrer Königin machen. Nachdem das Bürgervolkes Stimme erhoben wurde, lenkten die da oben ein und machten Transparentia zu ihrer gemeinsamen Königin. Auch eine 775 Jahre alte Stadt wollte Transparentia zu ihrer Königin machen. Aber Transparentia war ja schon Königin von Hamburg. Also machten sich die Spreefreibeuter und die Rucola-Bauern daran, Transparentia nachzubauen. Jeder wollte der Erste sein, sodass selbst die Berliner Tagespostillen von peinlicher Oppositionsposte schrieben. Und die Moral von der Geschichte, kleinliche Possen um die Transparentia wollen die Berliner nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, was will ich Ihnen damit deutlich machen? Sie sollten aufpassen, dass das Ziel von Informationsfreiheit und Transparenz nicht zum politischen Kasperletheater verkommt. Diese Koalition bekennt sich zur Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes. Das finden Sie nicht nur auf Seite 70 unseres Koalitionsvertrages, den Sie vermutlich alle eingehend studiert haben. Sie haben auch festgestellt, dass wir danach handeln. Die RWE-Verträge oder die Verträge für den Rückkauf der RWE-Anteile sind im Internet öffentlich einsehbar. Wir haben ein Portal, daten.berlin.de, auf dem Daten der Berliner Verwaltung für jedermann einsehbar sind. So wird Transparenzpolitik gemacht und nicht durch einen Wettstreit bei Copy und Paste. Berlin hat das fortschrittlichste Informationsfreiheitsgesetz und darauf können wir als Berliner stolz sein. Lediglich einen geringen Unterschied gibt es im neuen Hamburger Transparenzgesetz. Die Verpflichtung der Verwaltung, von sich aus bestimmte Verwaltungsvorgänge im Internet zu veröffentlichen. Aber schon heute hat in Berlin jedermann das Recht, Verwaltungsvorgänge einzusehen. Verträge der Daseinsvorsorge finden sich im Internet. Es gibt Internetportale. Das ist eine ganze Menge und das werden wir uns weder von den Grünen noch von den Piraten kleinreden lassen. Wir werden genau das machen, was im Koalitionsvertrag steht. Wir wollen mit Ihnen über eine Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes reden. Und dabei sollten wir uns auch anschauen, wie das Gesetz in Hamburg umgesetzt wird. Es tritt erst Ende Oktober 2012 in Kraft und erste Erfahrungen mit dem Gesetz dürfen erst in den nächsten Monaten gemacht werden. Ich werde in den Beratungen in den Ausschüssen ein weiteres Prinzip sozialdemokratischer Informationsfreiheit nicht aufgeben. Es reicht nicht aus, alles und jeden im Internet zu veröffentlichen. Zugang zu Informationen muss auch für die analogen Menschen ohne Internet unproblematisch möglich sein. Lieber Kollege Lauer, wir haben uns doch schon Badminton verabredet, da können Sie jetzt bei meiner Rede auch einfach zuhören. Meine Oma wurde im letzten Monat 85 Jahre alt. Ich habe ihr zum ersten Mal in ihrem Leben Internet gezeigt und sie hat tatsächlich nicht verstanden, wo das aus dem iPad eigentlich herkommt. Meiner Oma hilft ein Transparenzgesetz, wie Sie es hier wollen, überhaupt nicht. Wir als SPD wollen aber, dass Informationsfreiheit für alle Menschen dieser Stadt gemacht wird, für die Analogen genauso wie für die Digitalen. Ich will ein weiteres Manko Ihres Vorschlages deutlich machen. Es ist inkonsequent, allen Transparenz zu versprechen, dann aber in § 19 eine Kostenpflicht für Auskünfte zu regeln. Die einen bekommen die Auskunft kostenfrei, nämlich die, die Internet haben. Die anderen müssen für diese Auskunft zahlen. Das ist Ungerechtigkeit pur. Positiv ist immerhin, Sie haben uns eine Vorlage geliefert, um die verschiedenen Wege von mehr Informationsfreiheit in Berlin zu diskutieren. Nun ist von den Grünen beantragt, dies in 14 Ausschüssen zu diskutieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, niemand muss sich wundern, wenn seinen Wünschen entsprochen wird. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, das Märchen über Transparenz hier in 14 Ausschüssen neu zu schreiben. Und es gibt dieser Koalition die Möglichkeit, deutlich zu machen, wir wollen Informationsfreiheit und Transparenz für alle Berliner, egal ob sie digital oder analog leben. Herzlichen Dank.